Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt verlassen Sie den Raum. Jetzt geht es um etwas, was Ihnen vielleicht wehtut. Vielleicht fahren Sie doch mit dem Auto nach Hause, mit E5, wer weiß das schon. Wir kommen allerdings hier zum E10, darum geht es heute. Meine Damen und Herren, die sogenannte Erneuerbare Energienrichtlinie war ein Fehler. Das sogenannte Erneuerbare Energiengesetz war ein Fehler. Und auch das sogenannte Biokraftstoffquotengesetz war ein Fehler. Die Idee, den Mindestanteil von Bioethanol in einem Kraftstoff gesetzlich vorzuschreiben, so eine Idee kommt eigentlich aus der linksgrünen Mottenkiste. Diesmal kam es aus der orangenen Mottenkiste. Es war nämlich die CDU. Es war die CDU, welche die Biokraftstoffquote eingeführt hat. Bis 2020 sollte 10% des Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor aus sogenannten erneuerbaren Energien stammen. Wir schreiben das Jahr 2021 und das Ziel wurde natürlich verfehlt. Für die Produktion von Bioethanol kommen grundsätzlich alle zucker- und stärkehaltigen Kulturen in Betracht. Insgesamt wird in Deutschland 700.000 Tonnen Bioethanol aus ca. 85% Futtergetreide und ca. 15% Zuckerrüben hergestellt. Und das Ganze hat einen Preis. Und ich rede hier nicht von dem Preis an der Tanksäule, sondern von dem Verlust an kostbarer landwirtschaftlicher Nutzfläche, welche eigentlich der Nahrungsmittelproduktion vorbehalten sein sollte. Für 700.000 Tonnen Bioethanol werden 2,5 Millionen Tonnen Futtergetreide und 1,13 Millionen Tonnen Zuckerrüben als Rohmasse benötigt. Alles angebaut, was genauso gut gegessen werden könnte. Mit 3,6 Millionen Tonnen kann man auch 10 Millionen Menschen ernähren. Nur so zum Vergleich. 5,8% der deutschen Getreideernte und 4,5% der deutschen Rübenernte für den Tank. Es wird einfach vergoren, damit man einen politischen Zielwert für die sogenannte erneuerbare Energien erreichen kann. Das ist Zwang und kein Nutzen für Mensch und Natur. Wenn wir in Nordrhein-Westfalen unseren gesamten Energiebedarf durch den Anbau von Energiepflanzen decken wollten, dann bräuchten wir eine Fläche, die doppelt so groß wie unser Bundesland ist. Konjunkturbedingt ist die Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel gestiegen. Weil die Fördermengen jedoch nicht erhöht wurden, steigt damit auch der Preis. Und am Wochenende kostete E10 mehr als 1,60 Euro pro Liter. Damit ist auch das ist der höchste Wert seit 2013 und damit auch, ist auch die Mär dieses billigen, tollen Kraftstoffs vorbei. Ja? E10 verteuert sich genauso wie auch die anderen Kraftstoffe an der Tankstelle. Und hier sind wir wieder beim Verbraucher. Ja, natürlich, es ist E10, ja. Niemand wollte E10 tanken. Ich vermute, Herr Rüssel, Sie tanken es auch nicht. Ja? Keine Tankstelle wollte es überhaupt anbieten. Aber wir wurden alle dazu gezwungen. Ja, die Tankstellen wurden dazu gezwungen, dass das angeboten wird, als Ladenhüter. Damals, als es eingeführt wurde, war es 2 Cent billiger als reguläres Super. Und trotzdem wollte es keiner kaufen. Und seitdem sind über 10 Jahre vergangen, und trotz aller Versuche von Politikern ist E10 kein bisschen beliebter geworden. Ja, es gibt immer ein paar Ausnahmen, vielleicht aus ideologischen Gründen. Ja? Es ist im Schnitt und Sie kennen doch sonst, Herr Dr. Nolten, Sie kommen doch sonst immer mit irgendwelchen Statistiken oder so an. Schauen Sie sich doch das an. Es ist unbeliebter geworden, trotz eines Preisunterschieds von mittlerweile 6 Cent. Es will keiner kaufen. Der Bürger will das Zeug nicht, er will das Risiko nicht in Kauf nehmen, damit vielleicht seinen Motor zu bestätigen. E10 ist und bleibt ein absoluter Ladenhüter. Und reden Sie doch mal mit Ihren Tankstellenwart, wenn Sie da mal wieder sind, Herrn Dr. Nolten, und fragen Sie ihn doch mal. Ja? Und es wird nämlich deshalb an der Zeit, hier endlich der Wahrheit ins Auge zu sehen. Da können wir ja gerne im Umweltausschuss drüber reden. Vielleicht haben Sie bis dahin, Herr Dr. Nolten, auch den Tankwart mal gefragt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Blecks.